So, ich möchte aber jetzt ehrlich gesagt da hinten zu der Leiche rüber. Weiß aber jetzt gerade nicht, wie sicher wir uns hier bewegen. Ich weiß auf jeden Fall, dass hier irgendwo ein Wolf rumläuft, den ich jetzt leider nicht im Blickfeld habe. Das hat nicht so wirklich geholfen, ne? Ich habe ihn gehört. Wenn auch nur ganz leise, aber ich habe ihn gehört. Und wie er da einfach rumsteht, ne? Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Long Dark. So, ich brauche mal ein Laternchen. Ich weiß nämlich nicht mehr, wo ich bin. Ach, hier bin ich. Ach, stimmt. Wir sind ja zum Picknickplatz gegangen. Ne? Ja, sind wir. So, genau. Das hatte ich jetzt im Trocknen abgelegt. Das ist, hat auch total super funktioniert. Weniger als eine Stunde Tageslicht übrig. Wir haben ein bisschen Hunger, wir haben ein bisschen Durst. Ich mache die Laterne nochmal aus. Ach, schön. So, der Livestream ist übrigens jetzt komplett online. Und ich kann nur jedem empfehlen, mindestens die... Ich habe eine extra Playlist erstellt. Mindestens die Geplänkel-Videos zu gucken, die zwei. Da gibt es eine extra Playlist für. Ha, herrlich. Sehr cool. Kann ich nur empfehlen. So, ich trinke eine Limo. Und ich trinke noch eine weitere Limo. Einfach so. So, und draußen ist natürlich Sturm. Was sensationell ist, ich schlafe noch mal eine Stunde. Jetzt einfach wieder hell wird. Oh yeah. Ja, so finde ich das gut. So, das packe ich wieder ein, weil hier wollen wir ja nicht überwintern. jetzt schaue ich mal gerade vor die Tür, wie schlimm das Wetter wirklich ist. Denn ich würde natürlich gerne... Minus 14 Grad, ja, das ist nicht das wärmste Wetter, ne? Ich würde aber trotzdem natürlich gerne mal den Picknickplatz durchsuchen, aber zuerst würde ich gerne in Richtung Brücke gehen. Wegen der Möglichkeit, ein Gewehr zu finden. Der Milan hat mir übrigens geschrieben, ich soll etwas aufmerksamer schauen bei Hochbetten. Da könnte manchmal auch auf dem Bett ein Gewehr liegen. Zugegebenermaßen, da achte ich relativ selten drauf. Sollte ich mir vielleicht wirklich mal angewöhnen. Ich glaube, die Brücke war nicht so weit, ne? Das müsste ja eigentlich hier direkt um die Ecke sein. Man weiß es nicht. Ah, ist vielleicht doch noch ein Stück. Vielleicht habe ich mich da auch geirrt. So, Emilia ist immer noch topfit, quick lebendig. Wir haben 9 Tage, 15 Stunden überlegt. Wir haben 9 Tage, 15 Stunden überlegt, was wir denn mit unserer Zeit anfangen. Und sind zu dem Schluss gekommen, wir versuchen zu überleben. Das klingt doch noch ein Plan. Ach, guck mal, da sind wir doch schon. So, ich sehe aber keine... Ah, doch, da liegt eine Leiche, aber... Die scheint jetzt aus der Ferne betrachtet kein Gewehr da zu liegen haben wollen zu müssen. Ihr wisst schon, ne? Aber Federn. Und Federn sind auf jeden Fall auch erstmal nicht schlecht. Ach, guck mal. Aber Gewehrmunition hat der Kollege dabei. Das ist total nett von dir. So. Hallo. Die nehmen wir natürlich auch noch mit. Und die nehmen wir auch noch mit. Ja, sonst ist hier leider nicht viel, ne? Ne, leider nicht. So, und es ist echt kalt. Das heißt, ich gehe nochmal zurück ins Haus und dann wärme ich mich da erst noch mal kurz auf, bevor ich zum Picknickplatz rübergehe. Das ist vielleicht nicht die schlechteste Idee, ne? Ja, ich habe mir übrigens bei den beiden Geplänkel-Videos aus dem Livestream, wo wir ja live die 250 Abonnenten gefeiert haben quasi, habe ich mir überlegt, ob ich da ein bisschen was schneiden soll. Ich habe das einfach mal alles am Stück so gelassen.
Und ich habe auch da nur zwei Videos draus gemacht. Wobei eins halt über eine Stunde geht. Aber ich habe mich echt schwer getan, das irgendwie mehr zu stückeln, weil ich finde, dass dann irgendwie ein bisschen... der Zusammenhang verloren geht. Irgendwie. Ich weiß, über eine Stunde Video ist schon echt lang so, ne? Aber irgendwie fand ich das jetzt bei dem Livestream besser. So. So, ich hau mich echt nochmal eine Stunde ins Bett, damit wir ein bisschen warm werden. Und dann gehen wir mal zum Picknickplatz. Und wir müssen das andere Haus hier noch suchen, ne? Da bin ich mir nicht mehr ganz sicher, wo das zu finden war. So, wir sind auf jeden Fall warm. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Ich glaube, ich werde aber dennoch nochmal so eine Limo trinken. Auch wenn ich jetzt gerade nicht so unbedingt der Freund davon bin, unsere Kalorien aufzufüllen. Aber ja, irgendwann wird der Punkt kommen, wo wir Limonade trinken müssen. Ne? So, minus 10 Grad. Das ist ja zumindest schon mal ein bisschen wärmer. Jetzt hoffe ich mal, dass der Bär da unten noch nicht rumschlawenzelt. Das fände ich jetzt relativ blöd. Und ich hätte mir vielleicht überlegen sollen, lieber da oben lang zu gehen, um das Ganze von oben ein bisschen auszukundschaften. Aber es wird schon schief gehen, ne? Ach guck mal, wir sind alleine. Sehr schön. So, dann können wir ja hier jetzt mal uns in Ruhe umgucken. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Da vorne habe ich Pilze gesehen. Dann gehen wir gleich mal hin. Erstmal schauen, was hier so rumliegt. Oh, ein Dosenöffner. Ja, das ist auch lebensnotwendig gerade. Ah, okay, hier liegt noch ein Rehkadaver. Was bei minus 9 Grad jetzt echt auch nicht so super ist. Aber normalerweise ist da ja nicht mehr so viel drin. Stunde 30. Achso, nee, Moment. Ist ja gefroren, ne? Wir machen erst Fleisch mit der Axt. Zum Glück haben wir ein Beil und ein Messer gefunden. Und das machen wir mit dem Messer. Ja, und schon wird es uns natürlich richtig kalt. So, wir sind immer noch relativ ungestört hier. Okay. Das mit den Krähen hört sich manchmal irgendwie sehr seltsam an, als ob hier irgendwo anders nochmal Krähen fliegen würden. Ja, die Riesenausbeute war das jetzt hier auch nicht unbedingt. Muss man sagen. Wir nehmen die Pilze einfach noch mit. So, ja, und schon sind wir kalt. Was mich dazu führt, dass ich jetzt gerade, glaube ich, doch nochmal zurück zu dem oberen Haus gehe. Aber erst sammle ich hier die Pilze noch ein. Unterkühlung wäre nämlich jetzt echt doof. Wir rennen noch mal ein bisschen. Wenn wir jetzt noch eine Stunde schlafen können, können wir ruhig mal kurz ein bisschen sprinten. So. Das sollte doch erstmal reichen. Ja. Kaninchenhain. Okay, so, das hätten wir schon mal erledigt. Ich glaube, dann würde ich mich aber in der Tat zwei Stündchen hinlegen. Dann haben wir noch genug Tageslicht übrig. Das sollte passen. Das sollte doch durchaus passen. So, Zustand ist dann auch wieder bei 100%. Jawohl, wir sind warm. Wir haben noch ein bisschen Durst. Ja, und das Rehfleisch müsste natürlich auch gebraten werden. Aber das können wir zur Not als Köder benutzen. So eilig habe ich es gar nicht. Damit das zu braten, wenn ich ehrlich sein soll. So ein bisschen Ködermaterial ist ja auch nicht verkehrt. So. Und jetzt ist es auch
relativ muckelig hier draußen. Relativ. Relativly muckelig. So. Achso, was mir beim Livestream auch eingefallen ist, dadurch, dass ich ja zwischendurch leider vergessen hatte, im OBS wieder auf Aufnahme zu drücken, musste ich mir ja den Stream von Twitch runterladen und irgendwie hat das dazu geführt, dass die Kombination dieser beiden Aufnahmen, also einmal der erste Teil der Aufnahme von OBS, da ist ja der Bär, und der zweite Teil der Aufnahme, den ich dann halt von Twitch benutzt habe, da hinten ist das Haus, super, sehr schön. Hat dazu geführt, dass ich ziemlich seltsame Bildformate habe. Ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm. Ich habe beim Durchseppen halt eben festgestellt, dass ein Teil des ersten Geplänkel-Videos halt nicht Fullscreen ist. Und das ist natürlich so generell ein bisschen blöd, aber ist jetzt halt so. Ich werde mich bessern. So. So, was hast du denn dabei, Kamerad? Ein dicker Wollpullover. Schön. Ach, guck mal, da liegt auch noch einer. Was ist denn hier los? Friedhof der Kuscheltiere. Super, ein Brecheisen. Ein Brecheisen, ein Brecheisen, ein Brecheisen. Das ist eigentlich ganz cool mit dem Brecheisen, weil dann können wir nämlich nochmal unten an der Brücke am Auto vorbeischlendern. Da hatten wir ja leider kein Brecheisen dabei, als wir da waren, für den Kofferraum. Auch wenn da jetzt vermutlich kein Feuerstein zu finden ist. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt, ne? Wie das immer so ist. Okay, kein Wunder, dass ich das Haus vom Fluss aus nicht gesehen habe. Das ist dann doch vom Fluss aus gesehen relativ versteckt. Da kann man das schon mal leicht übersehen. Aber wir haben es ja gefunden. Das ist ja auch schon mal nicht so schlecht. Und wir haben sogar ein paar Hagebutten. Und einen Wolf. So. Ich habe mir übrigens im Livestream sagen lassen, umgestürzte Bäume dienen als Wegweiser. Ja, man denkt, du kommst zu spät. Und weisen einem den Weg in Richtung Höhlen oder Häuser. Man hatte mir das offensichtlich schon mal irgendwann gesagt. Und mit Mann meine ich Hoppelhopser. Aber wie das beim Klaus immer so ist, ne, der verdrängt ja gerne schon mal Sachen, Informationen. Und denkt sich, ach ja. This stuff will come in handy. Wenn ich diese Information mal brauche, dann denke ich da schon dran. Ja, und wie das so ist, habe ich natürlich nicht dran gedacht. Ich muss mir das mal genauer angucken. Vielleicht kann ich da wirklich ein System entdecken. So, pass auf, wir haben einen dicken Wollpullover eingesammelt. Der ist aber leider nicht so gut wie unser dicker Wollpullover, den wir schon haben. So ein Ärger. Ansonsten haben wir nichts Nützliches eingesammelt, ne? Nö, nicht so wirklich, was ich jetzt ad hoc erkennen könnte. Achso, doch, wobei, Moment mal. Arbeitsstiefel, die sind ein bisschen besser. Zum Glück. Zum Glück haben wir die gefunden. So, die kann ich wegstecken. 6 Stunden Tageslicht. Damit kommen wir definitiv noch bis zum Auto, ne? Und ich glaube, Elfenbrot war es. Hat mir gesagt, da du ja jetzt Axt und Messer gefunden hast, oder der Andi war es, ich bin mir nicht mal ganz sicher, kannst du ja den Hirsch, den du auf der Eisfläche erlegt hast, als ich den Wolf da vertrieben habe, kann ich ja jetzt den Hirsch ausnehmen gehen. Und das wäre dann auch noch ein Ziel. So, der Wolf dürfte weit genug weg sein. Muss ich gerade mal orientieren. Wir müssen, glaube ich, ein bisschen mehr in die Richtung da. Oh ja. Oh, Hallöchen. So, hier ducke ich mich aber nochmal. Die nehmen wir natürlich auch mit, ne? Da kennen wir nichts. So, ich meine, wir müssten ein bisschen mehr noch in die Richtung hier.
Dann ist die Brücke. Und da hinten sieht man in der Ferne schon das Auto. Yeah, Rutschparty. So, müssen wir mal gucken, ob der Hirsch noch da liegt. Der war ja irgendwo da hinten in der Richtung, ne? Richtung andere Seite dieser komischen Felsen im Eis. Aber ich würde gerne erst, warum sprinte ich nochmal? Ich würde gerne erst das Auto noch leer machen. In der Hoffnung, dass wir... Vielleicht sind ja Thermostiefel im Kofferraum. Weiß man nicht, ne? Weiß man nicht. Zumindest können wir jetzt öffnen und nachschauen. Komm, Emilia, gib alles. I'll take it. Okay, Schal ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Schade. Er war doch so schlecht. So, jetzt gucke ich hier gerade mal. Versuche ich mal hier gerade rüber zu gucken, ob ich hier irgendwo noch was sehe. Aber hier scheint es gerade ruhig zu sein. Dann stürzen wir uns mal ins Vergnügen. 0 Grad. Okay, also temperaturtechnisch ist alles in Ordnung. Wir haben natürlich Hunger, das war zu erwarten. Aber das soll ja erstmal egal sein. So, und im Prinzip haben wir jetzt auf dieser Seite hier der Straße quasi alles entdeckt, ne? Wir waren oben am Picknickplatz, an den beiden Häusern hier auf der Seite. Das heißt, wir können uns jetzt, nachdem wir den Hirsch da hinten irgendwo ausgenommen haben, ich gehe mal hier so grob lang, das müsste ungefähr die richtige Richtung sein. Da hinten liegt auch irgendwas, ne? Oh, keine Schusswaffe im Inventar, logischerweise. Ich wollte mal zoomen. Die Frage ist, liegt da wirklich was oder ist das nur Fels, den ich da rausrage, sehe? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es so, dass wir, wenn wir jetzt da hinten irgendwo den Hirsch ausgenommen haben, können wir beruhigt wieder zurück zur Tankstelle gehen und uns dann so langsam überlegen, dass wir die Gebirgsseite quasi dann mal erkunden. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es sieht so aus, als ob da was liegen würde. Oder? Da ist auf jeden Fall ein Wolf. Gesundheit. Danke. Okay, das ist mir gerade zu risikoreich. Es sah aber wirklich so aus, als ob da was liegt. Ich muss da eigentlich mal gucken gehen, ne? Zur Not muss ich jetzt irgendwann schleichen. Es sind halt zwei Wölfe direkt hier, ne? Ach, das ist das Boot. Ja, das kannst du behalten. Klaus, voll undankbar, ey. So, ich möchte eigentlich nur Richtung Hirsch. Muss ich aber hier gerade mal kurz ein bisschen aufpassen. Weil hier natürlich jetzt gerade irgendwie bin ich mal wieder umzingelt von Wölfen. Ja, da hinten liegt er schon. Ich sehe ihn schon am Horizont. Herausstechen. So ganz leicht. So, wie erschöpft sind wir denn? Ach, guck mal, das geht aber eigentlich noch, ne? Dann sprinte ich nochmal kurz, um einfach ein bisschen Abstand von den Wölfen dazu bekommen. Aber da war meine Sprintreserve auch schon weg. So, drei Wölfe. Drei Wölfe. Da hinten war auch einer. Jawohl. Haben wir Holz dabei? Ein bisschen, ne? Das würde für ein paar Stücke Fleisch reichen, aber... Also ich hatte kurz überlegt, ob ich da vorne in der Anglerhütte Pause machen soll. Um das Fleisch eventuell entsprechend zu garen. So, ich sprinte nochmal gerade kurz. So. Hier sieht es eigentlich jetzt soweit ganz gut aus von den Wölfen hier. Der geht erstmal in die andere Richtung. Ja, mit einmal Zedernholz, zweimal Altholz werden wir nicht so weit kommen, ne? Weil da müssten ja theoretisch noch irgendwie 9 Kilo oder so drin sein.
wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und da liegt unsere Flair. Hallo Flair. 9,6 Kilo. Ich weiß, wir sind überladen, aber hilft ja nicht. Also für die Menge an Fleisch haben wir einfach nicht genug Holz dabei, deswegen... Müssen wir zwangsläufig... Ich guck mal gerade, wie haltbar das Fleisch denn überhaupt ist. This pack is getting too heavy to carry. Ja, Maul. also Anglerhütte ist auf jeden Fall, glaube ich, relativ ungeschickt, das jetzt zu machen. Deswegen werde ich versuchen, mich zur Tankstelle durchzuschlagen. In der Hoffnung, dass das funktioniert. So, da vorne sehe ich sich irgendwas bewegen. Es sieht aus wie ein Reh. Da sind Wölfe. Hier ist alles gut. Wir müssen aber zwangsläufig auf jeden Fall in die Richtung. Das sind auch schon wieder drei Wölfe. Das ist echt unglaublich. Also Nebel ist echt schwierig. Und ich glaube, er wird jetzt auch noch dichter. Zumindest habe ich hier gerade noch irgendwo einen Hirsch gesehen. Ich glaube, ich habe immer das Problem, dass ich mich zu viel drehe und wende, um zu gucken, ob um mich herum irgendwas passiert. Und so verliere ich, glaube ich, schon mal leicht die Orientierung. Aber rein theoretisch müssten wir jetzt gleich irgendwann mal in die Nähe der Straße kommen. So zumindest der Plan. Ach guck mal, ich habe sogar noch was zu trinken. So. Tja. Das Wandern ist Emilias Lust, das Wandern ist Emilias Lust, das Wandern. Und dann kommt auch noch super Musik. So, man kann echt nichts sehen, ne? Wenn jetzt gleich die Meldung kommt, dünnes Eis, dann habe ich mal wieder irgendwas falsch gemacht. Das ist ein bisschen uncool gerade. So, was haben wir hier? Eine Anglerhütte. Ja. Wo kommt die dann her? Also ich wäre ja mal eher dafür, dass ich jetzt so langsam mal irgendwie Land sehe. Aber ich sehe überhaupt nichts. Oh, jetzt sehe ich auch die Angelhütte nicht mehr. Das ist ja quasi perfekt. Ja. Läuft bei uns, ne? So, kriege ich denn irgendwie Gewicht los? Ja, nicht so viel, ne? Nicht so viel gerade. Ich trinke nochmal eine Limo. Einfach um zu verhindern, dass unser Zustand weiter runtergeht. Kurz mal ein paar Kalorien zu uns nehmen. Ja. Ich sehe nichts, ich höre nichts. Oh, ich sehe Bäume. Zumindest
Silhouetten davon. Das bedeutet doch, dass ich jetzt irgendwo... bin. Die Frage ist, wo? Das versuche ich jetzt gerade mal rauszufinden. So, da sehe ich ein Haus. Ach, guck mal. Doch, ich glaube, wir sind in der Tat relativ richtig gelaufen. Da möchte ich allerdings nicht runterspringen. Ja, guck mal, wir sind genau richtig gelaufen. Was soll man da sagen, ich hätte einen schlechten Orientierungssinn. Ich habe ihn gehört. Wenn auch nur ganz leise, aber ich habe ihn gehört. Die Frage ist jetzt, wo geht er lang? Er müsste nach meinen Berechnungen da auftauchen. Ja, da ist er schon. Und wie er da einfach rumsteht, ne? Scheiße. Ja, das war leider zu erwarten. Kleiner Drecksack da, ja. Verdammt! Das Problem ist, ich konnte nicht sprinten, deswegen. Okay. Unglaublich, echt. Scheiße, ich habe den Wolf im Nahkampf bekämpft, ne? Ich habe den Wolf im Nahkampf bekämpft, das war nicht so clever, ne? Ja, du wirst auch nicht sterben. Ich glaub, werf erstmal hier die Flare weg. Verdammt, verdammt, verdammt. Aber was sollte ich tun, ne? Was sollte ich tun? So, hier fackel mal die Bude ab, ey. Verdammt, 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 verdammt. Ja, hilft nicht, ne? Ist jetzt passiert, also konnten wir nicht anders, ne? Was hatte ich für eine Wahl? Den ersten Wolf hätten wir eventuell noch überlebt, wenn wir uns nicht gewehrt hätten, den zweiten dann nicht mehr. Tja, gut, ich würde sagen, ich entferne mich mal von dem Geräusch der Flair. Ach guck mal, wir haben geblutet. Schön. Ach, ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Okay. Wir sollten eventuell kurz mal ein Stündchen schlafen zum Speichern. Allein aus dem Grund, dass ich mich hier drin noch verbunden habe und das halt dann nicht mehr gespeichert ist. Ja, ärgerlich, das war nicht so gut. Das war nicht so gut. Okay, hoffen wir mal. Also ich bin mir nach wie vor nicht sicher, ob das mit dem Nahkampf eine Rolle spielt für das Pazifisten-Achievement. Schreibt mir das gerne nochmal in die Kommentare. Ansonsten haben wir es jetzt vermasselt. Dann gilt es halt jetzt 100 Tage zu überleben. Das ist das nächste Ziel. Okay, wenn euch das gefallen haben sollte, wovon ich ausgehe, ich bin ja selbstbewusstes Geilchen, ne? Dann lasst mir gerne ein paar Däumchen da. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von meiner Unfähigkeit haltet, und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge von The Long Dark wieder. Bis dahin, ciao!